So, ein neues Video. Diesmal was Spontanes. Wir haben eine Lieferung Holzabideas bekommen. Warum Holzabideas ist vielleicht ein anderes Thema, aber das habe ich einfach jetzt mal zum Anlass genommen, weil das ist mir eingefallen, hey, ich könnte euch doch mal erzählen, was ich für einen großen Fehler bei mir an den Anfängen gehalten habe. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben und ein Abo und die Glocke und bis gleich. Ja, warum Holzabideas? Das will ich ganz kurz vorwegnehmen vielleicht, weil dann doch sonst wieder Fragen kommen. Holzabideas habe ich, wir sind ja biozertifiziert. Ja, schon immer gewesen, ein bisschen. Und jetzt ist es ja so, dass immer mehr Leute von mir Königin haben wollen. Also müssen wir uns ein bisschen vergrößern in der Königin zu, oder wir wollen uns da auch ein bisschen vergrößern. Also stand an im Winter jetzt einfach Beschaffung, neue Begattungskästchen. Dann habe ich einfach angefragt bei meinem Prüfinstitut, was brauchen wir für Begattungskästchen? Hat es geheißen, müssen aus Holz sein, ist Bio, EU-Bio. Sogar mit Holzrähmchen. Da habe ich nochmal extra nachgefragt. Dann habe ich ein paar Tage später mit einem befreundeten Imker in Österreich telefoniert, auch EU-Bio. Der sagt, hey, wieso? Bei uns ist alles Styropor. Das wäre so in Ordnung. Okay. Also ich wieder bei mir angerufen oder geschrieben, gesagt, hey, so und so sieht's aus. Zwischenzeitlich habe ich im Internet auch noch gefunden, beim anderen Prüfinstitut oder einer anderen Auditfirma, dass bei Königin Sucht wohl das zugelassen wäre. Daraufhin hat, das muss ich sagen, da bin ich echt zufrieden, da wo ich auch bin. Die haben sich dann echt gekümmert, haben da Kontakt aufgenommen, eben mit dem Mitbewerber in dem Bereich. Und das Ergebnis war irgendwie, dass das in jedem Bundesland in Deutschland anders gehandhabt wird. In manchen wird es geduldet, in manchen ist verboten. Und das ist aber alles irgendwie eine Überarbeitung. Und dann stehst du da. Ne? Ist jetzt nicht eine, ich bestelle jetzt nicht nur 5 Kästchen, ne? Dann stehst du da und sagst, was soll ich machen? Ja? Und dann haben wir uns halt für die sichere Variante entschieden und eben Holzabideas eingekauft. Na, jetzt mal in auch noch nicht ganz so einer kleinen Menge. Also ich würde auch noch mal nachbestellen. Ich wollte die jetzt nur mal kennenlernen, mal anschauen. Ich hatte die noch nie in Holz in der Hand. Und viele sagen im Holz total scheiße verarbeitet und so. Aber da gibt es ja auch 2, 3 Hersteller von denen. Und mit denen bin ich optisch und haptisch echt zufrieden. Auch von der Passgenauigkeit bin ich sehr zufrieden. Also ich denke, da werde ich noch mal nachbestellen. Gut, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Was wir sonst immer hatten, ist Marke Eigenbau auch, ne? Auch Holz, aber das spielt jetzt keine Rolle. Jetzt zum Thema. Hat auch mit Königin zu tun. Und ihr wisst ja alle, hier so Stuttgarter Gegend, südliche Gegend, ist ja so die Hochburg Uni Hohenheim nicht weit. Ne? Da gibt es ja einen bekannten Angestellten damals, der da sehr viel für die Betriebsweise getan hat, mit der Hohenheimer Einfachbeute. Und auch so habe ich es gelernt. Ja, das ist so ein bisschen, ja, was immer noch gelehrt wird, vielleicht jetzt in einer kleinen Variante, dass man doch Zellen dazu steckt, aber so aus einer Wabe ein Volk. Ganz so krass habe ich das früher nicht gemacht. Das waren immer 2, 3 Waben. Ich habe ja auch dann irgendwann einen Langstroh gehabt und auch mal Zander. Und habe dann aber immer die Königin nachschaffen lassen. Und das ist ein bisschen so der Punkt, wo ich sage, da war ich im Nachhinein nicht mehr zufrieden. Und warum? Weil, ich meine, es ist ja total logisch. Ja? Also wenn man sich jetzt so mal, das ist jetzt 8 Jahre her oder so, wenn man sich da im Nachhinein mal Gedanken macht, klar, man ist menschlich reifer, man hat mehr Wissen, man hat mit mehr Leuten gesprochen. Aber es ist ja so, so eine Nachschaffungskönigin, wenn wir uns das alle mal überlegen, kommt ja in der Natur eigentlich ganz, ganz selten vor. Also es ist ja ein absolutes Notprogramm für das Bienenvolk. Weil in der Regel ist der Schwarm die Vermehrungstrieb, also eine Schwarmzelle und nicht eine Nachschaffungszelle. Und der Unterschied ist ja ganz klar da, die Schwarmzelle wird von oben nach unten gebaut für diesen einen Zweck, für die Königin. Eine Nachschaffungszelle, da kommt das Bienenvolk dann, oh, wir haben keine Königin. Dann hat die diese Zelle, die ja so in der Mittelwand drin ist, ja, und baut dann vorne diese Nase runter. Und
Das ist ja schon mal eine ganz andere Zelle. Die hängt nicht nach unten, die sind meistens kleiner. Und wenn man sich die anschaut, behaupte ich jetzt, ich habe das nicht gezählt, aber eine Schwarmzelle, finde ich, hat immer mehr Umlagerung von den Bienen. Ja, das sind immer Bienen drumherum. Auch wenn man jetzt umlarvt und solche Zellen nimmt, da hängen immer Bienen dran. An einer Nachschaffungszelle sieht man das auch, dass die einfach da rumhängen. Ja? Also was die Bienen da genau machen, das kann ich euch nicht sagen. Wärmen die, betütteln die sonst wie, trommeln die da drauf? Das kann ich euch nicht sagen. Aber Fakt ist einfach, es ist einfach ein Unterschied von dem Bienenbesatz. Dann kommen wir zum zweiten Thema oder zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist ja dann letztendlich der, so eine Nachschaffungszelle, merkt das Bienenvolk, oh scheiße, wir haben keine Königin. Und dann nehmen die ja eine Larve. Logischerweise, finde ich, nehmen die ja eine Larve, die vielleicht einen Tag alt ist. Die können sie noch zur Königin ummodeln. Ja, nehmen auch ein paar und ziehen die dann zur Königin um. Und ich habe mal gelesen, dass die das auch noch mal umswitchen dann praktisch, dass die dann irgendwann sagen, okay, wir haben jetzt so und so viele Larven, hat funktioniert mit den Zellen und dann fressen die Alten noch mal raus. Aber was die ja nicht machen oder was die ganz selten machen, ist, sie nehmen eine ganz junge Larve. Und das ist ja genau das, was wir beim Umlaufen machen. Wir nehmen ja eine Larve, die einen halben Tag, die einen Tag alt ist. Also die man kaum sieht. Und das ist ja auch das, was in der Schwarmzelle passiert. Es wird ein Ei reingelegt und ab dem nullten Tag praktisch von dieser Larve wird es als Königin betütelt. Und da finde ich, da kommen wir mit dem Umlaufen sehr, sehr nahe an dieses natürliche Modell. Und bei der Nachschaffungszelle einigen wir uns einfach drauf, wir wissen nicht, wie alt das Ei ist. Lass uns ein paar Stunden älter sein, lass uns in manchen Fällen vielleicht gleich alt sein. Nichtsdestotrotz haben wir die andere Zelle. Und dann haben wir ja noch das ganz große Problem, wenn wir dieses Modell wählen, eine Wabe, ein Volk, wir haben ein zerrissenes Brutnest. Also wir können, das Bienenvolk kann gar keine Kugel haben, das ist ja absolut nichts Natürliches. Und was das Bienenvolk auch ganz schlecht kann, ist wärmen, weil es ist ja voll klein, es ist eine Wabe, rechts und links ist Brut drauf, schwierig zu wärmen, ja. Und es ist ja irgendwie so ein, auch der Futterzufluss, ne, der Nektareintrag, der Polleneintrag ist ja beschränkt durch diese Volksgröße. Ja. Und das finde ich, da kann die Königin eigentlich nicht so diese Qualität haben, die da rausschlüpft. Bei zwei Waben ist es vielleicht ein bisschen besser. Ich meine, das ist ein System, das funktioniert. Ja, zweifelsohne. Aber für mich ist das ein System, jetzt mal völlig von der Leistungsfähigkeit von der Königin abgehängt. Das ist für mich nichts Natürliches in dem Bienenvolk. Das ist ein rein technischer Aufwand. Also es ist ein Riesenaufwand. Auch die zum Erstellen. Da muss ich die Futter versorgen. Ich kann das ein bisschen heilen, indem ich eine Edelzelle zuhänge und die da schlüpfen lasse. Aber dann habe ich ja immer noch das Problem, dass ich eine Wabe mit Bienen habe oder eine Ausgangswabe und eine junge Königin. Ja, wie können denn die paar Bienen jetzt die Königin richtig betütteln, die dann in Eiablage kommt, die Energie braucht, die wächst, die irgendwie so wirklich ein paar hundert Eier, ein paar tausend Eier am Tag legen soll. Ja, also deshalb, genau, das ist so mal meine technischen Gedanken. In der Praxis, das, was uns ja alle eigentlich mehr interessiert, ist mir das halt aufgefallen, weil die Königinnen, egal ob jetzt ein Volk, eine Wabe, zwei oder drei Waben der Brutableger gemacht wird. Ich meine, umso mehr Waben, umso besser. Ne? Das ist ja klar, die Punkte, wo ich genannt habe, die werden ja immer schwächer mit zunehmender Volksstärke oder Ausgangsposition. Aufgefallen ist mir das Thema dann, da hatte ich schon relativ viele Bienenvölker, wahrscheinlich so 70 oder, ja, keine Ahnung, so um den Dreh, dass ich halt nicht diese Leistungsfähigkeit hatte, ja. Also ich war total unzufrieden. Ja, ich frag, sag mal, bin ich zu blöd zum Imkern oder, was geht hier ab? Und dann bin ich einfach der Sache hinterhergegangen. Und dann habe ich einfach festgestellt, sag mal, diese Völker, die nicht laufen, mit denen du total viel Arbeit hast, das sind alles Völker mit Nachschaffungskönigin. Und dann habe ich einfach angefangen, mir das im nächsten Jahr mal wirklich sauber aufzuschreiben. Wo kommt die Königin her?
oder wie ist die entstanden? Und dann war das eigentlich klipp und klar, dass du gesagt hast, die Völker, die im Schwarmtrieb total auffallen nach oben, also die gerne in Schwarmtrieb kommen, Nachschaffungskönigin. Die Völker, die im nächsten Jahr, also im Jahr nach der Erstellung, umgeweiselt haben, unheimlich viele Nachschaffungskönigin. Ja. Die Völker, die die Leistung nicht gebracht haben, die ich wollte, unheimlich viele dabei mit Nachschaffungskönigin. Und das war dann so dieser Aha-Effekt, wo ich sage, okay, da müssen wir was ändern, wir brauchen andere Königinnen. Und dann bin ich halt zu dem gekommen, weil ich mich damals lang gesträubt habe, dass ich mich halt einfach in diese Vermehrung, in diese Zuchtarbeit reingefuchst habe, nicht mit Umlaufen, mit Brutschrank und mit Begattungskästchen. Ja, da wollte ich lang nicht hin in jungen Jahren, weil das ja total viel Arbeit ist. Aber das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, irgendwas läuft da nicht mit diesem Nachschaffungsmodell. Und dann in der Folgezeit habe ich natürlich auch noch ein paar Versuche gemacht. Ich habe das auch im Sammelbrutableger und dann das verteilt und so. Aber ich muss sagen, die Wirtschaftlichkeit und die wirklich coolen Bienenvölker, die kommen wirklich aus Königinnen, die du umlaufst. Und du brauchst die nicht mal in die Belegstelle. Also das ist ein ganz anderes Thema, da reden wir vielleicht mal ganz anders drüber, sondern eine reine Standbegattung, aber umgelauft mit ganz jungen Eiern, ganz starke Anbrüder, dass die richtig Dampf haben und auch die Völker, wo die Begattung stattfindet, dass die funktionieren. Die sollen schon ein Brutnest haben. Also Abideas jetzt so blank befüllen mit einer Kelle, mit so einem kleinen Kunststoff, davon halte ich gar nichts. Die sollen schon in funktionierende Völker zur Begattung rein und dann sind es richtig coole Königinnen. Und damit kam dann bei mir praktisch über Nacht, kann ich sagen, auch der Erfolg. Das war im Honigertrag unheimlich krass, das war im Schwarmtrieb unheimlich krass, wie sich das ausgewirkt, also positiv ausgewirkt hat. Und wir haben kaum Königinverluste mehr gehabt durch Umweiselung oder sonstige Späße. Und habe ich zu meinen jungen Jahren lang nicht eingesehen. Wie gesagt, das war halt hier Stand der Technik. Du hast eben dieses, es wird ja immer noch in vielen Bereichen gelehrt, ein Volk, ein Ableger oder ein Sammelbrutableger und den dann die Zellen dann aufteilen auf die Einwabenableger und so die Völker ziehen. Das mag im Hobbybereich, es funktioniert, ne? Aber es funktioniert wirklich nicht damit, wenn du gute Völker willst, wenn du gesunde Völker willst, wenn du damit auch große Völkerzahlen bearbeiten willst. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält. Und so ist es. Und seither laufen wir um, machen wir unsere eigene Königinnen, ne? Lesen auch selber aus. Und da muss man ja auch sagen, das, was hier im Betrieb funktioniert, ne? Das ist eine Erwerbsimkerei, ne? Mit großen Völkerzahlen, da kann kein Scheiß dabei sein. Ja, klar, hast du immer mal eine Königin, die wo aus der Reihe tanzt oder so. Das ist halt so, ja. Aber es muss funktionieren und die Stunden, wo man da investiert, die kommen um den Faktor doppelt raus. Sei es, weil es Imkern mehr Spaß macht, weil du halt keine so aggressiven Völker hast, sei es, weil du weniger Schwarmtrieb hast, weil du einfach weniger Arbeit hast. Und schön ist dann halt, wenn du mehr Honig hast, gesunde Völker und die nicht stechen. Und das ist so der Punkt, weil ihr wisst alle, die, wo schon länger in dem Kanal dabei sind, ich will ohne Schlei arbeiten können. Das ist mir unheimlich wichtig vom Arbeitskomfort, von der Arbeitsergometrie. Das möchte ich und ich möchte auch guten Honig ernten, gesunde Bilder und auch dieses Bienengemäß. Also es ist ja schon, ich habe es vorher gesagt, wir sind schon immer Bio. Das ist ja für uns so ein bisschen so ein Kernthema. Das wollen wir, Holzbeute, das wollen wir nachhaltig und so. Das sind die Punkte, wo wir auch persönlich leben, wo wir selber Wert drauf legen. Ich habe es anfangs schon gesagt, klar, über YouTube hat man einfach jetzt auch ein paar Bekannte, die Königin auch gekauft haben. Viele von euch haben ja letztes Jahr angefragt. Und es kamen ja auch sehr viele positive Meldungen zurück. Ne? Und das war einfach so ein bisschen einfach der Punkt, wo wir gesagt haben, komm, wir machen da noch mal was. Ne? Wir kaufen noch mal ein paar Begattungskästchen, bauen das ein bisschen auf oder aus, dieses Thema. Weil einfach Interesse da ist.
Wir haben es lange nicht gemacht, einfach weil wir ja eigentlich auf Honig spezialisiert waren und ich mich an dieses Thema auch nicht immer gesagt habe, es gibt so viele, ne? Es gibt so viele Königinnen zu kaufen für 19,99, für 9,99 oder was weiß ich. Und es sind Preise, die will ich nicht mithalten und deshalb war ich dem Markt gegenüber ganz skeptisch. Und weil zu dem Preis kann ich sie nicht machen und will ich sie auch nicht machen, weil wir haben halt echt, also das, was wir machen, es soll nicht zack, 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 Tausender rein sein, sondern es soll trotz allem Qualität sein. Ich möchte da auch jetzt nicht anfangen zu überlegen, oh, die ist nicht so gut, die verkaufe ich oder sowas. Ne? Sondern das sind genau die Königinnen, wie wir die im Betrieb auch haben. Deshalb ist da unsere Stückzahl auch begrenzt. Und ja, jetzt haben wir uns einfach gesagt, wenn ihr da so Lust habt, wenn da so gute Rückmeldung kam, dann machen wir da halt ein paar mehr. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal. Ich setze den Link unten mal in die Videobeschreibung zu der Bestellung, wo ihr das bestellen könnt bei uns. Und da wünsche ich euch jetzt alles Gute und hoffe, euch hat mein Video gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Und ja, macht's gut. Bis dann. Ciao.